Hey Leute, willkommen zurück zu Evolinks. Endlich mal wieder im zweiten Akt angekommen. Und dann gucken wir direkt mal hier im Shop, was wir denn abgreifen können. Was ist im Angebot? Weltraumstaub. Ob ich den jetzt will, ich weiß nicht. Sicherheits- und das hier Sparschwein sichert zusätzlich 50% der Münzen aus Kämpfen werfen. Ach, das... Nee, sowas hatte ich in der Art schon mal, aber das war, glaube ich, nicht das Sparschwein. Dieses Küchenmesser ist eigentlich ganz cool. Der schlafende Sand wäre halt auch ganz nett, aber ich glaube, ich nehme halt wirklich das Küchenmesser, um noch so ein bisschen mehr den Schaden letztendlich zu boosten. Und das Spiel ist super, aber es hat nach meiner Meinung wirklich ein grundsätzliches Problem. Und das grundsätzliche Problem ist dieser Zufallsfaktor. Plus 2, plus 2, plus 2. Dann machen wir überall plus 2 Schaden. Beziehungsweise im Vergleich jetzt zu sowas wie Slay the Spire, da läuft es dann schon mehr in die Richtung. Man kann sich aus bestimmten Situationen noch rausretten. Aber hier habe ich generell so den Eindruck, wenn das schief läuft, dann wird es immer schwieriger. Also da kommt man eigentlich fast nicht mehr raus, wenn es dann erstmal doof läuft. Weil gerade, wenn man halt einen Evoling verliert oder auch ein bisschen stärkeren verliert, dann fällt man so ins Hintertreffen. Dir gebe ich auf jeden Fall mehr Damage. Gut, dann können wir hier mal gucken. Und ja, wie gesagt, der Zufallsfaktor kann man halt so und so sehen wieder. Man kann es mögen oder auch nicht. Also ich habe damit generell kein Problem. Ich sehe das halt auch immer als Herausforderung letztendlich. Oh Gott, die haben jetzt aber beide schon echt eine Menge Leben. Holla die Waldfee. Gut, einmal bitte vollschleimen. Einmal bitte angreifen. Der Schaden war ganz ordentlich und er haut direkt den Schleim raus. Verdammt. So, das ist genau, das ist dann auch wieder dieser Punkt mit dem Zufall. Wenn man Fähigkeiten hat, die eine Prozentchance haben, auszulösen. Und das in Kombination mit jetzt Evolinks oder mit eigenen Verbündeten, die dann halt, wenn sie tot sind, tot sind. Gut, es gibt Items, mit denen ich die zum Teil dann zurückholen kann, aber die muss man dann auch erstmal haben. Wieder ausgewichen. Yay. Das Event könnte man sich, glaube ich, auch so ein bisschen sparen. Ich würde fast sagen, schwierig. Anschimmeln ist halt super. Eis am Stiel ist halt auch schon super. Aber du hast auch mehr Leben. Deswegen nehme ich, glaube ich, hier lieber... Ich nehme da lieber... Ja, du wärst halt noch eine Süßigkeit. Aber ich glaube, ich brauche halt irgendwas... Minus 3, plus 4, plus 4. Das ist ja auch sehr interessant. Oh Mann. Ja gut, wenn ich dem irgendwem das geben muss, dann gebe ich das hier dem Pilzler. So, und wir gehen links lang und haben einen Kampf. 162 Leben und du willst ihm direkt einen mitgeben. So. Einmal bitte anschimmeln. Ja, Schutzschild habe ich bisher nie benutzt, deswegen könnte ich jetzt mal nehmen. Der Schaden wird halt nicht reichen. Also dann würde ich doch eher hier Weichmacher nehmen. Kannst du das mal auf dich selbst machen oder habe ich zu früh gedruckt gerade? Egal, so. Schaden. Ja, gut. Super Tipper und wir gucken mal, ob wir dich so erledigen können. Und das ist halt auch wieder das nächste Problem. So, zweiter Akt. Man kriegt halt noch Evolinks der ersten Stufe. Und ja, wenn dann wer die angreift und die kriegen dann auch den Schaden, der wird nicht irgendwie abgewehrt, dann sind die in der Regel tot. Von daher ist das auch so ein bisschen schwierig. Ich würde halt sagen, ich nehme hier Supertipper und dann... Super tippe ich dich und bei dir nehme ich hier wieder die Überraschung und hau dich weg und dann nehmen wir einmal anschimmeln. Und ist tot. Genau. Danke für das wunderbare Beispiel.
Okay. Säbelzahn, Böller, du hast 59 Leben. Du hast nur 35. Aber ich würde trotzdem sagen, wir machen das mal bei dir. Ah ja, jetzt gerate ich hier voll ins Hintertreffen. Jetzt ist quasi schon wieder vorbei. Ja gut, können wir nehmen. Aber das jetzt wieder zu kompensieren, auch wenn ich jetzt ein neues besitzen kann, ich nehme mal hier, halt, die sind halt zu schwach. Die haben halt schon trotzdem im zweiten Akt, sind die dann trotzdem schon ein bisschen stärker, haben mehr Angriff und so weiter, aber sie haben trotzdem, es reicht halt nicht. Die müssten zumindest so ein, zwei Treffer aushalten können. Weil alles andere ist halt so ein bisschen schwierig. Gut, dich konnten wir auf jeden Fall erledigen. Ja gut, das konntest du jetzt einmal aushalten. Aber gerade, ja, das waren halt auch nur zwei Gegner. Einer konnte jetzt nur angreifen. Wir hätten den beide angegriffen, wäre halt auch schon wieder weg gewesen. Wir haben hier nochmal, ich versuche auf jeden Fall da noch einen dritten Dämon zu kriegen. Säurewurf. Gift bei allen Feinden. Das klingt gar nicht mal so blöd. Gebe ich einfach jetzt mal dir. +2, +2, +2. Ja, ich gebe das dir. So, dann bitte einmal wieder Überraschung. Und das war aber richtig eine Überraschung. Kriegst ein bisschen Gift und bist ausgewichen. 13 Damage, hast jetzt noch 4. Das ist halt echt. Schon ziemlich krass. Aufbrischen, ja gut. Ich nehme jetzt einmal Karten legen. Verdammt! Okay, links kriegen wir wieder einen. Dann muss ich eigentlich schon links lang. Und hier kriegen wir auch einen. Dann würde ich halt fast wieder den Pilzler nehmen. Gut, die andere Sache ist, man kann natürlich dann auch schauen, man nimmt sich halt das Evoling mit den meisten Lebenspunkten. Das wärst du halt an der Stelle jetzt. Yay, wieder ausgewichen. Und ich nehme dich nochmal und dann, das war jetzt auch alles wieder ein bisschen sehr doof irgendwie. So, Überraschung, wen überraschen wir denn mal? Wir überraschen dich mal und dann kratzen wir dich auch noch, wo du dann noch Flächenschaden machst. Einmal bitte anschimmeln, einmal bitte anschimmeln. Mehr anschimmeln und mehr anschimmeln. Oh, wiederbelebt. Das ist natürlich eine blöde Sache. Du bist halt so gut wie tot. Ich würde dich mal angreifen. Dann kannst du ihn mal wegkratzen. Und dann nimmst du einmal Verpuffer bei dem hier. Und ja, okay. Ja gut. Wenn er das direkt entfernt, bringt das halt auch nichts. Okay. Überraschung. Kratzen. Aber zum Glück haben die dann so wenig Leben, wenn die wiederbelebt wurden. Sonst wäre das halt echt, das wäre echt nicht gut. Ich gebe dir mehr Schaden. So. Dann heilen wir uns jetzt hier einmal. Und was haben wir denn hier noch? Selten wir nochmal Heilung. Würde ich jetzt, brauche ich jetzt aber nicht. Dann gehen wir ganz rechts lang und ich will mehr Angriff. Und hier gibt es jetzt leider einen Kampf. So, Überraschung. Kratzen. Verpuffen. Und du hast jetzt noch 99, dann würde ich erstmal nochmal anschimmeln.
Pilze kann man ganz gut so als zweite, dritte Wahl mitnehmen. Aber als erste würde ich die halt, also als erstes Evoling würde ich die halt nicht nehmen. Jetzt ist die große Frage. Du würdest am meisten Schaden machen, aber du hast auch am meisten Leben. Deswegen hauen wir dich erstmal weg. Dann einfach mal alle anschimmeln. So. Kannst du einmal Verpuffer benutzen? Ausgewichen. Das ist natürlich auch wieder doof mit diesem Effekt hier. Wie sieht das denn aus? 17, 15, 9. Dann solltest du erstmal angreifen. Dann hauen wir dich so weg. Plus 2, plus 3. Du hast halt nichts zur Verteidigung. Haben die alle nicht. Ein bisschen mehr Leben. Wäre halt schon ganz cool. Dann gebe ich dir das mal. Plus 2, plus 3. Ja, okay. Dann mache ich das bei dir hier weiter. Mehr Angriff. Und zweimal diese Feuertypen ist natürlich schon so ein bisschen schwierig, aber dich können wir direkt raushauen. Zweimal wieder anschimmeln. Ich habe jetzt leider keinen dritten Pilz mehr bekommen, was echt ein bisschen doof ist. An dir machen wir jetzt leider nicht so viel Schaden, deswegen nehme ich jetzt erst nochmal anschimmeln. Und oh, du bist halt tot, ne? Ja, im Prinzip bist du tot. Böller. Oh, 43 Damage. Ist halt auch ziemlich. Dich müssen wir halt direkt rausnehmen, sonst kriegen wir ein Riesenproblem. Dies schlafen lassen oder einschläfern ist halt auch ein bisschen schwierig. Ja, so viel dazu. Okay, dann musst du auf jeden Fall wieder dran glauben. Ich habe so die Befürchtung, dass das hier nicht gut ausgehen wird. Warum nur? Ich könnte halt hier Geistbindung nehmen. Nach wie vor weiß ich auch nicht wirklich, was das genau bringt. Das könnten wir sogar schaffen. Du müsstest halt treffen. Puh, das hat doch noch geklappt. Gut, dass ich das Dynamit ausgeschaltet habe. Hätte ich das nicht gemacht und ihn direkt angegriffen, dann wäre hier auch sehr, sehr schnell Ende gewesen. Also die Akte sind halt ein bisschen kürzer, wenn man ein bisschen Tempo macht. Deswegen circa 14 Minuten. Ich würde trotzdem sagen, wir machen da nächstes Mal im dritten Akt weiter, auch wenn ich schon fast wieder die Befürchtung habe, dass das nicht allzu lange gehen wird. Oder hängen wir das jetzt hier noch dran? Komm, ich hänge das jetzt noch dran, weil ich habe da so meine Befürchtung, dass das... Oh, hallo. Das sieht nach einem... Das sieht auf jeden Fall nach dem Ende aus. Klaut mir hier einfach Angriff. Schläft und verbrannt. Das ist natürlich auch super. Du hast 36, die haben 41. Ich glaube, dann gehe ich dich mal zuerst an. Ah, und diese blöde... Dieser blöder Wiederbelebungstempel.
Nee, das geht so nicht. Das geht so nicht. Verdammt. Tarot ist halt... habe ich jetzt auch nur genommen, weil ich es noch nicht hatte. Ne? Aber ich würde es halt nicht wieder nehmen. Jedenfalls derzeit noch nicht. Ich muss den Zufallsfaktor nicht noch auch durch mich selbst erhöhen. Darauf kann ich gut verzichten. Ich hätte dich zuerst angehen müssen, ne, weil du den immer wiederbelebt hast. Verdammt, da habe ich jetzt leider nicht dran gedacht. Und er ist jetzt auch draufgegangen. Na gut, den Kampf haben wir jetzt noch gewonnen, aber jetzt sind wir alleine. Mit 13 Leben. Ja, gegen 5. Ich bin nicht so begeistert. Auch wenn wir uns ein bisschen noch hier heilen können, aber boah, das ist halt... Er macht halt zu wenig Schaden. Wenn er jetzt doppelt so viel Schaden machen würde, dann könnte das vielleicht sogar noch funktionieren. Vor allen Dingen durch die Heilung dann auch, aber so, ich krieg die nicht schnell genug tot. Das ist jetzt hier das Problem. Jetzt schlafen wir auch noch. Dauerschlaf. Okay. War halt super doof, dass ich die Süßigkeit verloren habe. Das war halt echt das Problem. Hätte ich die noch gehabt, hätten wir das ja auch noch geschafft zum Teil. Aber na gut, dann machen wir nächstes Mal weiter, starten wir einen neuen Run. Ich hoffe, ihr hattet trotzdem ein bisschen Spaß. Das war es erstmal wieder von mir. Und bis bald, würde ich sagen.